Tja, warum? Ich wollte schon immer mal ein Kinderbuch sprechen. Ich wollte schon immer mal ein Kinderbuch sprechen, auf jeden Fall. Das war schon immer ein großer Traum von mir. Und vor allem ein schönes, dickes Buch und das mit 250 Seiten finde ich das relativ passabel, auf jeden Fall. Tja, da ich die Kollegin kenne, die mir eigentlich immer nur gute Sachen zuschickt, hatte ich eigentlich schon Vertrauen. Und als ich es dann gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist ein tolles Projekt. Weil es hatte halt wirklich, oder hat sehr, sehr viele Seiten, hat sehr, sehr viele Protagonisten. Und ich musste sehr, sehr viele unterschiedliche Stimmen anlegen. Und das mache ich eben sehr, sehr gerne. Um eben zu zeigen, wie wandelbar ich bin. Das macht einfach viel Spaß. Ich finde das Buch deswegen gut. Ich finde das Buch deswegen toll, weil es hat einen sehr pädagogischen und sehr wertvollen Inhalt, wie ich finde. Ich finde die Geschichte insgesamt sehr vielseitig. Es hat ganz unterschiedliche Erzählstränge. Es hat ganz viele unterschiedliche Wendungen, die finde ich ganz toll. Und ich finde es sehr kindgerecht geschrieben, deswegen gefällt mir das Buch sehr gut. Und ich hoffe auf einen zweiten Teil auf jeden Fall, weil der Cliffhanger ist ganz schön übel.